Weil ich in den Orchestergraben. Können Sie mich alle verstehen? Ja, ja. Sie sind doch alle schon mal im Flieger gewesen. Und wenn man im Flieger gewesen ist und man kommt raus, dann muss man durch den Zoll. Und da ist eine junge Dame, die hatte ihren Nachbar beguckt, oh, das ist ja ein Mönch mit der Kutte. Und dann hat sie ihn gefragt, können Sie mir irgendwas mitnehmen? Ich habe schon so viele Sachen, die ich zu verzollen habe und wüsste, nein, meine Dame, ich bin ein Mann Gottes, ich werde doch sowas nicht tun. Daher hat sie ihn gebettelt und gebettelt, da sagte er, was haben Sie denn? Ja, ich habe einen Damenrasierapparat für den Intimbereich. Da guckt er sie an, das geht ja überhaupt nicht. Und nach einer Weile hat er ihn da doch genommen, hat ihn unter seine Kutte genommen. Als er durch den Zoll ging, fragte der Zöllner, haben Sie was zu verzollen? Nein, habe ich nicht. Ich bin ein Mann Gottes. Von oben bis unten ist alles rein. Und unten habe ich ein Gerät hängen, das ist nur für Frauen, aber noch nie ausprobiert worden.